Guten Morgen. Ja, ich mache mir jetzt einen Smoothie. Ich war gerade im Garten und habe eben zusätzlich zum Spinat, den habe ich ja gekauft auf dem Markt, Bananen, naja, noch nicht super reif, aber müssen verarbeitet werden. 4 Stück habe ich hier, große Bananen, ungefähr 200 Gramm Spinat, 3 Äpfel. Und dann habe ich eben aus dem Garten noch geholt, ein bisschen Zitronenmelisse und ein bisschen Brennnessel. Ja, das zum Geschmack für die Zitronenmelisse und das für Power. So, der Mixer ist wieder randvoll. Jetzt haben wir alles drin. So, als allererstes werde ich jetzt den Reis aufsetzen. Also ich weiß nicht, ob der jetzt 100% vollwertig ist. Das ist eigentlich nicht Wert da drauf. Also er soll nur entspelzt sein und nicht poliert eben wie weißer Reis. Er ist auch schwarzer Reis, aber ich meine, die Farbe hat er eben auch, weil er nicht poliert ist. Aber entspelzt ist er. Gut, okay, ich wollte ihn jetzt mal probieren. Jetzt Knoblauch und Zwiebel, halbe Zwiebel, 2 Knoblauchzehen kurz da drin andünsten. Ja, ich habe mir den Romanesco jetzt ein bisschen zerteilt. So passt er doch etwas besser in den Topf und geht wahrscheinlich auch etwas schneller. Ja, wenn ihr einen Dampfgarer habt, seid froh, ich habe noch keinen. Ja, werde ich mir bei Zeiten dann mal zulegen. Ja, hier ist unser Essen. Ja, das Schwarze sieht vielleicht nicht so lecker aus, aber das ist eben der schwarze Reis. Ja, wir wollen jetzt noch kurz eine Reiscreme, Reispudding herstellen. So, ich ja, so eine schöne Apfel, Speise habe ich jetzt noch schnell hergestellt. So, hier ist unser fertiges Dessert. Also es hat jetzt für 3 Portionen gereicht. Ja, ihr habt ja vorhin gesehen, wir haben unser schönes Dessert gegessen. Das war schon so halb die Nachmittagsabendmahlzeit. Ihr habt gesehen, was ich heute so gegessen habe. Ja, heute Morgen der Smoothie war gut. Und so, wenn ich Apfel so habe, das ist eben nicht so was Besonderes für mich mit Apfel. Da hat das ganz gut geschmeckt mit Zitronenmelisse. Und ja, aber morgen früh, wenn ich schaffe, dann werde ich wieder einen mit Mango machen. Das ist mein absoluter Favorit. Also mit Mango, das ist super köstlich. Und ja, unseren Spinat werden wir jetzt natürlich erstmal aufbrauchen. Ich werde das immer so ein bisschen ergänzen, mal mit Brennnessel oder so. Und wenn der Spinat alle ist, dann holen wir uns natürlich mal was anderes. Ich hatte jetzt 1 Kilo Spinat gekauft. Und ja, ich denke mal, der reicht noch für morgen einmal und dann übermorgen für den Eimer und dann ist er alle oder vielleicht morgen zweimal, wir wissen es noch nicht. Wir schauen mal. Gut, also heute war Sonntag, der 18. Oktober und der 24. Tag meiner Challenge. Das heißt, wir neigen uns langsam dem Ende schon zu. Und heute war eben noch mal ein ganz besonders schöner Tag. Die Sonne hat geschienen, jedenfalls bei uns hier in Norddeutschland und ja, man konnte mal wieder mit T-Shirt nach draußen gehen. Auf jeden Fall in der Sonne. Und das haben wir auch ausgiebig genutzt. Ich war mit meiner Tochter wieder schön auf dem Trampolin springen. Und ich habe diesmal auch ordentlich 20 Minuten gemacht. Ja, und dann hatte ich heute Abend oder heute Nachmittag einfach nochmal Power, richtig hier nochmal eine Dreiviertelstunde zu tanzen. Also richtig so Tanzaerobic zu machen. Ja, also ich weiß nicht, woher heute die Power kam, aber wenn die Sonne scheint, ja, dann merke ich das an meiner Laune und auch an meiner Kraft. Das tut mir gut und ja, so Regenwetter, Matschwetter ist nicht so meins. Also das muss ich nicht haben und das kostet mir auch ein bisschen Kraft, ja, das durchzustehen, den Herbst, Winter und teilweise auch noch Frühjahr, wenn das sehr kalt ist. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also so. Heute war mal Sport richtig oder Bewegung. Ich weiß, so manche von euch geht richtig lange joggen oder Radfahren. Wie gesagt, das geht bei mir alles nicht so einfach, weil mein Mann ist viel weg. Ich bin mit meiner Tochter fast immer alleine. Und ich habe auch da niemanden direkt, der so aufpasst. Sie geht ja auch nicht in die Krippe. Ich habe sie zu Hause gelassen, weil ich das so möchte. Ihr wisst ja vielleicht von meinen anderen Videos, warum ich das mache. Und ja, für mich ist das eigentlich keine Einschränkung, meine Tochter zu Hause zu haben, sondern etwas Wunderbares. Aber
es gibt eben so ein paar Dinge, die dann wegfallen und die dann einfach nicht gehen. Und das ist teilweise ein bisschen schade, aber deswegen werfe ich nicht meine ganzen anderen Wertvorstellungen fürs Leben übers Bord, über Bord. Also, ja, also da beschränke ich mich momentan sportlich auf das, was ich so kann, was für Möglichkeiten ich habe und bin da eben nicht ganz so frei. Aber wenigstens Bewegung, natürlich am besten an der frischen Luft. Das hatten wir heute auch auf dem Trampolin. Und getanzt habe ich natürlich drinnen hier. Und gut, also wir haben ja heute nochmal so ein Apfelcreme-Dessert gemacht. Ich hatte es ja vorgestern schon angekündigt. Unser Apfelkuchen hat ja lecker geschmeckt, aber der ließ sich einfach wirklich nicht schneiden und dann entweder war er zu gefroren oder sonst zu matschig. Hatte ich ja angekündigt, wir wollen das mal mit Dessert probieren. Gleich so in Schälchen, in Gläschen füllen. Und das hat heute wunderbar geschmeckt und geklappt. Ja, kann ich jedem mal empfehlen, der jetzt noch nicht so ganz so weit ist und ab und zu nochmal so ein Schmankerl braucht. Also wie gesagt, da kommt eben ein bisschen Mandelmus mit rein. Aber ja, 30 Gramm auf 3 Portionen. Also wir haben es jetzt geteilt für meine Tochter, meinen Mann und für mich. Und ja, hat jeder 10 Gramm und von diesen 10 Gramm Mandelmus sind eben 5,4 Gramm Fett. Also, das heißt, man isst ja sowieso eigentlich irgendwas an Fett. Also, wenn Nüsse, Avocado, Kokosnuss, alles mal abwechselnd durch, wenn man sich da einigermaßen gut versorgen möchte. Und dann ist es eben die Portion für den Tag. An einem Tag mache ich mal irgendwas wieder mit Cashewkern. Da achte ich aber eben auch drauf, dass es eben so. Ja, so 10, 15 Gramm immer so sind und gut, bei Avocado, da nehme ich einfach eine halbe, da wiege ich gar nicht ab. Ja, also das nur mal dazu. Es hat super geschmeckt, aber es hat auch sehr gesättigt. Also deswegen, heute Abend hatte ich nicht mehr so den großen Hunger, aber ich wollte einfach noch irgendwas essen. Weiß ich auch nicht. Also Hunger war es nicht wirklich, aber der Kopf, der hat gesagt, er braucht irgendwie noch Abendessen. Und da habe ich ja die 5 Reiswaffeln noch genommen. Da kam auch noch eine sechste dazu. Ja, das ging einfach so ein bisschen wegzuknabbern. Ich habe auch ein bisschen den Fehler gemacht. Ich war jetzt wieder, ich habe ja nicht viel Zeit. Also am Tag gehe ich ganz, ganz selten nur an den Laptop und ins Internet, weil meine Tochter, der möchte ich das eigentlich nicht so vorleben. Klar, wenn sie alt genug ist, dann wird sie auch merken, Internet kann man viele wichtige Informationen, tolle Informationen rausbekommen. Aber ich möchte da nicht so sein, dass ich den ganzen Tag da irgendwie sitze. Ich meine, die Zeit habe ich auch nicht. Ich muss noch kochen, Haushalt machen und wie auch immer. Meine Tochter möchte mich auch haben. Und ja, also da gehe ich eigentlich eher nur abends ran oder am Tag mal kurz zwischendurch, um irgendwie ein Video hochzuladen oder zum Bearbeiten hochzuladen. Also gut, deswegen habe ich nur abends Zeit und deswegen habe ich heute meinen Reiswaffen vorm Laptop genossen. Ja, das kennt vielleicht jeder, der nochmal Fernseher hatte, wir haben ja keinen mehr. Den habe ich ja vor einem halben Jahr, na jetzt schon 7 Monate, rausgeworfen, weil wir ihn eh nicht benutzen und ich meine Zeit eher mit was Sinnvolleren verbringen möchte. Und klar bin ich auch dann abends viel im Internet unterwegs und ja auch hier auf YouTube und ja klar ein paar E-Mails checken und so. Ja. Also das mache ich abends und heute eben habe ich gegessen davor und dann geht das natürlich so ein bisschen rein, ne? Das kennt man einfach. Dann merkt man das nicht so, wie viel man isst. Deswegen bin ich froh, dass ich nur Reiswaffeln hatte und nichts anderes. Also früher ging das mit ganz anderen Dingen, vorm Fernseher oder so. Also das möchte ich eigentlich nicht öfters machen, aber heute habe ich es mal gemacht. Aus Zeitgründen. Meine Tochter ist heute ein bisschen später ins Bett gegangen. Also normal geht sie so um 7 oder so ins Bett und heute wurde es eben schon 8. Aber ich meine, da mache ich mir auch keinen Kopf. Das ist eben so. Wir sind ja auch manchmal unterschiedlich müde. Na klar, habe ich lieber, wenn sie eher ins Bett geht, manchmal vielleicht sogar um 6 schon, weil ich dann einfach für mich noch die Zeit habe und trotzdem für mich selber auch früh im Bett gehen kann, um 8 oder 9. Ja, und wenn sie selber erst um 8 im Bett geht, dann wird es bei mir doch 10 und manchmal auch 11. Und das gefällt mir dann doch alles nicht so, weil, ja, also ich weiß, umso eher man schlafen geht, umso fitter ist man morgens. Und meine Tochter fordert mich ja auch gleich morgens. Und ja, da möchte ich keine verschlafen oder keine Schlafmütze sein. Gut, ja. Was gibt es heute noch zu sagen?
ja nicht wundern, warum ich mit dem Auge so ein bisschen mache. Ich habe irgendwie eine Wimper oder so drin, ich kriege die seit ein paar Stunden nicht raus. Deswegen, ja, muss ich mein Auge mal hier auf und zu machen. Gut, das nervt immer noch ein bisschen. Ja, ich denke, wir sehen uns morgen wieder. Nicht wundern, ich hatte es ja im anderen Video gesagt, meine Haare sehen nicht so besonders aus. Ja, ich habe es jetzt einfach mal schnell so ein bisschen hier rüber gemacht. Ich habe ja seit gestern angefangen mit der Lavaerde meine Haare zu waschen. Und vorher hatte ich ja meinen Körper aber schon seit Wochen damit gewaschen. Das gefiel mir gut. Und jetzt wollte ich endlich mal sagen, gut, jetzt starten wir mal auch mit den Haaren. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen. Und ja, da muss ich jetzt erstmal durch, weil meine Haare sind sehr fettig. Und das geht dann mit einmal waschen mit der Lavaerde nicht raus. Sind schwerer und ein bisschen, ja, voller, nicht vom Volumen, aber die Haare fühlen sich ein bisschen dicker einfach schon an. Ja, das müssen wir beobachten über Wochen. Also 2 Wochen will ich das jetzt mal so durchziehen. Und ja, notfalls, wenn das einfach nicht aussieht, mache ich mir einfach einen Zopf. Und ja, wenn man sonst nicht auf die Straße gehen kann. Aber ich bin da auch nicht ganz so pingelig, aber naja, doch mit den Haaren. Soll auf jeden Fall so sein, dass man eben meine Stellen oder ich habe euch ja erzählt, ich habe Haarausfall vermehrt, also mehr als normal und ich habe sehr dünne Haare, sehr wenig Haare dadurch. Also es fallen immer mehr aus als nachwachsen und ich habe eben da gerade am Scheitel hinten so doch eine ziemlich lichte Stelle und ja, wenn die Haare dann nicht frisch gewaschen sind, dann sieht man das natürlich mehr. Nichtsdestotrotz, ich wasche meine Haare nur alle 2 Tage. Ob ich nur mit Shampoo vorher gewaschen habe oder jetzt mit Lavaerde. Muss da auch mal gucken, werde mich nochmal informieren, wie das andere machen. Vielleicht waschen die noch seltener oder jeden Tag, ich weiß es nicht. Also ich muss da für mich erstmal das Richtige rausfinden, wie das bei mir so klappt. Ja, deswegen, also nicht wundern. Und ich mache ja auch meinen Deo-Test. Ich habe euch ja das erste Video schon ganz relativ am Anfang hochgeladen. Da war ich einfach so begeistert, dass ich Deo, also dass ich einfach Kokosöl als Deo benutzt habe. Nur pures Kokosöl. Und dass das für mich bei normaler Tätigkeit ganz gut gewirkt hat. Ich habe jetzt keinen Extremsport da gemacht. Und ich schwitze auch nicht so extrem. Und ich esse ja auch vegan. Und ja, da haben ja die meisten und ich auch nicht so viel Geruch. Also bei mir riecht es eigentlich nicht so stark und ich schwitze auch nicht so stark. So, und dann war ich begeistert davon, aber ich habe mir einfach gedacht, wenn man jetzt wirklich viel schwitzt oder auch jetzt wirklich ordentlich Sport macht, da brauche ich vielleicht noch etwas mehr. Und dann habe ich ein Deo hergestellt. Ja, und das benutze ich jetzt schon seit 2 Tagen. Und bis jetzt kann ich sagen, ja, toi toi toi, trotz Sport, trotz Tanzaerobic und so, da riecht nichts und da läuft auch nichts runter. Ja, einmal morgens auftragen reicht, wenn man die Achselhöhlen vorher einmal sauber macht. Entweder duscht man morgens ja sowieso oder ansonsten wäscht man sich einmal kurz, trocknet das und dann Deo wieder drauf. Ja. Denn manchmal gehe ich auch abends duschen, wenn wir morgens irgendwas vorhaben. Ja, was sollte ich noch sagen? Also das probiere ich momentan für euch und dann, sobald ich da Ergebnisse habe, werde ich dann wieder ein Video dazu machen. Und ich habe auch schon das andere Video gedreht, wie ich das Deo hergestellt habe. Das, ja, wenn ich es heute noch schaffe oder morgen, werde ich es auch hochladen. Ja. Also soweit erstmal. Das war jetzt viel, viel mehr, als ich heute sagen wollte. Eigentlich wollte ich ja nur kurz rückmelden, wie der Tag war. Aber naja gut, das gehört jetzt auch alles so ein bisschen dazu. Und dann lassen wir mal die letzten 6 Tage kommen. Und dann kommt das große Fazit der 30 Tage High Carb, Low Fat, Vegan Challenge. Was man da so erreichen kann. Na klar, individuell ist klar, aber was ich dann erreicht habe und wie es weitergehen soll, ob ich zufrieden bin oder nicht. Und ja, alles sowas werdet ihr dann erfahren. Bis dann!